Servus Leute, heute möchte ich euch ein neues Buch vorstellen, das bei Glättkotta in der Hobbit Press erschienen ist. Ja, vielleicht seid ihr ja auch wie ich ein Fan von Tolkien und Herr der Ringe, der Hobbit, das Silmarillion und. Ja, ein frühes Werk. Ja, was heißt früh? Ja, ein Werk aus dem ersten Zeitalter von Tolkien. Ja, wurde gerade von Christopher Tolkien, also vom Sohn von vom eigentlichen Autor, überarbeitet und ja, mal wieder ein bisschen in Form gebracht. Und zwar ist das Beren und Lúthien. Tja, für die von euch da draußen, die jetzt vielleicht, sagen wir mal so, nur der Hobbit oder der Herr der Ringe kennen von der Geschichte. Insgesamt ist ja, das Werk von Tolkien in drei Zeitalter, beziehungsweise dann ein viertes zum Schluss, aufgeteilt. Und diese Geschichte von Beren und Lúthien, die spielt im ersten Zeitalter, wobei der Hobbit oder der Herr der Ringe zum Beispiel im dritten Zeitalter spielen. Ja, und das zweite Zeitalter ist das Zeitalter von eben von Atalante, von den Numenoren, die zum Beispiel die Vorfahren von Aragorn sind oder eben von Gondolin. Ja, falls ihr das kennt von eben Herr der Ringe. Um was geht's jetzt hier eigentlich oder was kommt in diesem Buch drin vor? Ja, wer sich jetzt so hart, ganz hardcore-mäßig auf einen Roman gefreut hat, in dem es eben um Beren und Lúthien geht, den muss ich jetzt leider ein bisschen enttäuschen. Wir können ja mal zusammen reinschauen in dieses Buch. Der Inhalt hier, die Liste der Farbtafeln, ein Vorwort gibt es, Anmerkungen zu den ältesten Tagen und dann Beren und Lúthien und der Anhang. Und überarbeitete Stellen des Liedes. Verzeichnis mit Namen und ein Glossar haben wir auch noch zum Schluss. Aber im Grunde genommen sind es erstmal die Farbtafeln hier und ein Vorwort, in dem Christopher Tolkien vieles erklärt. Über die Geschichte, über die Entwicklung, wie sich das Ganze aufgebaut hat, die Geschichte. Viel drumherum und zusätzliches Wissen um die Geschichte eben von Beren und Lúthien herum. Und dann haben wir als nächstes die Anmerkungen zu den ältesten Tagen. Da wird auch nochmal geschildert, um was es hier eigentlich geht, was ist in der großen Bereich dieses ersten Zeitalters passiert. Um was geht's denn hier eigentlich?
Tja. Es ist vieles eben dabei. Was jetzt einfach nicht in den Bereich Roman fällt. Es ist viel, viel Erklärung, viel Geschichte eben aus diesen ältesten Tagen, aus dem ersten Zeitalter. Und dann haben wir hier diese Geschichte hier, Bären und Luthien. Die jetzt hier der Titel dieses Buches ist. Fängt an Seite 33 an und wir können ja hier mal ganz kurz durchblättern. Es ist weniger ein Roman, es ist mehr so eigentlich eine Erklärung, was denn nun hier so passiert ist und wo und wann und ne? Und dann ist es auf der Seite 44 eigentlich auch schon wieder vorbei. Dann kommt die Geschichte von Tenuviel, also Luthien. Luthien Tenuviel, wie es ja eigentlich heißt. Und dann kommt eben diese Geschichte. Aber das ist auch weniger ein Roman. Es ist halt auch viel Erklärung wieder, um was es hier geht. Und dann Auszug aus dem Leithain-Lied. Das ist im Prinzip, wie will man es sich vorstellen, über wirklich ganz viele Seiten eine Art Gedicht. Das wird hier jetzt als Lied bezeichnet, denn die früheren Geschichtserzählungen wurden eben in Liedern gemacht. Was kann man zum Beispiel das Nibelungenlied, glaube ich, ne? Das ist ja auch sowas und eben kein Roman in der herkömmlichen Erzählweise, wie wir das heutzutage kennen. Das ist im Prinzip ein Lied, ein Gedicht über ganz schön viele Seiten. Und dann eben wieder die Geschichte im Leithain-Lied bis zum Abbruch der Arbeit. Das ist dann auch wieder viel Erklärung, nochmal das Lied, eben in seine Gänze sozusagen, bis zum Abbruch der Arbeiten. Was echt schön ist an dem Buch, sind die Illustrationen von Alan Lee, den ihr vielleicht kennt. Das ist so der Illustrator und Designer, Set-Designer von den Verfilmungen von Der Herr der Ringe und Der Hobbit. Der hat hier wieder dieses Buch wunderschön illustriert. Ziemlich am Ende haben wir dann noch die Quenya Silmarillion. Das ist aber auch wieder nicht wirklich ein Roman oder so, wie man sich das als Roman vorstellt. Es ist schon die Geschichte in der Hinsicht, es wird schon auch als Geschichte geschildert, aber das ist alles immer noch gemischt mit Erklärungen, woher das kommt, wie das entstanden ist und. Also du hast zu der Geschichte eben von Tolkien noch viel, viel Zusatzinformation dabei. Das ist jetzt für jemanden, der so der normale
Romanleser, der sich unterhalten will, ja, ich glaube, der wäre hier ein bisschen enttäuscht, würde ich sagen. Aber für so einen Freak wie mich war das jetzt hier ein echtes Highlight. Also ich fand das Buch, ich habe das regelrecht inhaliert. Ich, keine Ahnung, ich habe das, ja, dann war ich auch schon durch. Deswegen für alle richtigen Hardcore Tolkien-Fans wie mich ist das ein richtig tolles Highlight, wirklich. Ja, gibt viele Informationen über die Welt, über die Entstehung und das Ganze drumherum. Und das ist dann schon wieder echt interessant. Für alle, die, also für diejenigen wie mich, sind es vielleicht, sagen wir mal, ja, das sind schon 12 bis 13 Punkte, die ich da ganz locker vergeben kann. Für jemanden, der einfach nur einen Fantasy-Roman lesen wollen würde, ja, nee, das ist es eben nicht. Deswegen, falls ihr denkt, oh cool, ein neuer Roman von Tolkien, da muss ich euch enttäuschen, das ist es eben nicht. Aber wie gesagt, für solche Freaks wie mich toll. Für jemanden, der sich vielleicht in ein bisschen in Tiefe in die Welt begeben will, dem würde ich trotz allem vorher empfehlen, wenn ihr wirklich mal tiefer einsteigen wollt in die Welt um Mittelerde von Tolkien, immer zuerst das Silmarillion lesen, auch wenn das nun auch wirklich keine leichte Kost ist. Also das ist schon ein heftiges Buch, das eben die Welt von Mittelerde ja, von dem ersten Zeitalter an beschreibt. Aber dann weiß man schon ganz schön Bescheid über diese Welt von Mittelerde und was vor der Hobbit und der Herr der Ringe passiert ist. Ja, nichtsdestotrotz, ich finde es toll, das Buch, aber eben für jemanden, der jetzt ein Fantasy-Buch erwartet, nee, das ist es leider nicht. Ich habe es gehofft, und aber naja, für mich ist es trotzdem genial. In diesem Sinne, lest mal wieder was. Ciao.